Die Maidura Billigsäge von Amazon. Wir schauen uns an, was dieses Teil kann. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich habe mir von Amazon dieses Teil hier geholt, Maidura. Und diese Klappsäge, die erinnert mich an die Klappsägen, die es beim Hofer, Aldi und Lidl und wie sie alle heißen gibt. Ja. Nur in einer anderen Farbe und etwas leichter ausgeführt. Ich habe schon einiges damit herumgespielt und bin von dem Produkt positiv überrascht. Aber wir wollen es uns ganz einfach gleich einmal direkt anschauen. Wir machen dann auch einen Sägetest, aber was mir gut gefällt, ist, dass sie mal nicht von allein aufgeht. Dass man klack, dann geht sie auf. Ah, dann gibt es hier den, ich bin ein Vollkoffer, Vollkoffersicherung. Nein, das kann jedem mal passieren, mir ist das auch schon passiert, da bin ich auch ein Vollkoffer. Und dann noch einmal drücken und dann geht sie komplett zu. Das ist einmal gut. Und was mir auch gefällt, ist, dass sie da einen Schlitz hat, damit man auch notdürftig nachschrauben kann im Feld. Denn das kann durchaus passieren, dass wenn man viel sägt, dass das mit der Zeit aufgeht. Und so ist das Ganze. Also das gefällt mir mal sehr, sehr gut. Sie ist sehr bissig, das sehen wir auch gleich. Und was mir auch natürlich wichtig ist, dass man eine Feuerstahlbedienung damit tun kann. Und das macht natürlich Spaß mit dem letzten Feuerstahl deines Lebens, aber mit jedem anderen Feuerstahl natürlich auch. So, gehen wir es an, oder? Ja, schneiden wir gleich einmal ein bisschen was damit. Und ich weiß, das ist eine lebendige Fichte und ich möchte etwas dazu sagen. Ich habe die ausdrückliche Erlaubnis und auch den Wunsch des Besitzer und Eigentümers, diese Fichten hier umzuschneiden. Wenn es ich nicht mache, machen es Waldarbeiter. Und ja, ich möchte das noch einmal hinzufügen, weil ich immer so viele nette Kommentare kriege, ja. Ob es ich umschneide mit meiner Säge und es filme und dadurch dir einen Mehrwert biete oder ob der Waldarbeiter kommt und mit dem Fichtenmoped das abschneidet, macht für den Baum wenig Unterschied. Also, legen wir los. So, ja, das ist natürlich eine Fichte, ich richte das Harz richtig hier rüber, also es ist schon dementsprechende Stärke, es ist auch relativ zäh hier, ja, oh, das ist schon einiges und ja, funktioniert einmal super. Ja, also diese Säge macht ganz einfach, was sie machen soll. Sie geht gut durchs Holz, ich meine, sie ist keine Silke, kostet aber auch nur einen Bruchteil davon. Ich glaube, ich habe sie um 9 Euro auf Amazon gekauft, das ist der aktuelle Preis, ich schaue es dir ganz einfach unten an, hast wie immer den Link auf Amazon. Und ja, finde ich ganz einfach ein gelungenes Produkt. Ich bereue es nicht, dass ich sie mir gekauft habe auf Amazon und finde auch den Griff sehr angenehm, besonders jetzt, wo es kalt ist. Wir haben hier Minusgrade, das wird ein bisschen Huschi in den Fingern, das ist sehr, sehr angenehm. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern, sie tut, was sie soll. Und jetzt wirst du sagen, naja, Rainer, aber das ist doch logisch. Nein, ich habe auch schon Sägen getestet, die haben nicht das getan, was sie tun sollen, aber die macht es hier. Für wen ist die gedacht, meiner Meinung nach? Für Einsteiger. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich will nicht für Silke gleich einmal 50 Euro am Tisch legen, sondern bin auch mit 10 Euro dabei oder mit 12 Euro oder mit 9 Euro oder was sie auch immer kostet, krass, da ändern ja die Preise auf Amazon permanent, aber es ist so. Dann bist du damit gut bedient. Ich finde, und das ist auch ein Vorteil, wenn du nicht taktisch unterwegs bist, wo du dich vor allem verstecken willst, sondern wo du ganz einfach rausgehst in den Wald und ein bisschen herumspielst und sägst, und da ist es gut, weil die hat doch eine Farbe, die irgendwie, ich meine, okay, jetzt beim Schnee sowieso, aber die auffällt, denn ich kenne die genau die hier, ein bisschen anders verbaut, schwerer auch verbaut. Ja, in komplett grün und die habe ich mir einige gekauft vor langer Zeit, als ich mit den Trainings angefangen habe, beim Hofer hat es das gegeben und da sind einige schon verloren gegangen, die liegen irgendwo, die findest du einfach nicht mehr, ist hier bei dir definitiv besser und ja, das war's, ganz ein kurzer Test, kann ich da ans Herz legen, wenn du eine günstige Säge suchst. Ich gebe da unten den Link auf Amazon, leider habe ich sie nicht im Shop, leider würde ich gerne machen, aber ist ganz einfach so. So ist die Welt, ich mag dir mal einen Kommentar bitten, was du davon hältst. Oh, gefährlich, wieder kriege ich Kommentare rein, pass auf, dass du dich nicht umbringst. Ja, danke. Ja. Was hältst du von dieser Säge? Hast du sie selbst im Einsatz? Hast du eine ähnliche Säge im Einsatz? Erzähl uns ein bisschen was, reicht das für Anfänger? Ja, schreib ganz einfach, wie du das siehst, das würde mich freuen. Ich mag dir mal einen Daumen nach oben oder nach unten bitten. Ja, ganz klar.
da Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Da geht es zu meinem Messerkanal. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zum Produkt findest du unten. Hat mich wie immer gefreut. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.